Take 567. Mein Name ist Vera Wesinger. Ich habe an der TU Weinstephan studiert, den Bachelor Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur und dann im Master die Landschaftsarchitektur vertieft. Ich arbeite als Gartendenkmalpflegerin bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in der Gärtenabteilung. Und da kümmern wir uns um den Erhalt und die Bewahrung und auch die Weiterentwicklung historischer Gartendenkmale und auch um deren Vermittlung, also zum Beispiel Ausstellungen oder Vorträge und Führungen im Park. Oh, das ist eigentlich sehr vielfältig. Also klar, ich komme ins Büro nach Nymphenburg, aber dann kann es sein, dass ich in den Park gehe und eben mir im Park ein Projekt anschaue oder mich mit dem Gartenmeister treffe oder meinen Kollegen. E-Mails beantworte, ich telefoniere viel, ich organisiere sehr viel. Ich betreue auch die historische Plansammlung. Das heißt, es ist auch so, dass ich manchmal so 200 Jahre alte Pläne in der Hand habe und mit meinen Kollegen zusammen wieder recherchieren, eben wie die Parkanlagen früher aussahen, wo sollen sie hingehen, was können wir erhalten weiterhin. Genau, es ist eigentlich sehr vielfältig. Und auch tatsächlich mit einigen Dienstreisen auch in die anderen Objekte, die auf ganz Bayern verteilt sind. Ja, das Tolle ist auf jeden Fall, dass man mit so vielen verschiedenen Menschen zu tun hat. Also von den Gärtnerinnen und Gärtnern über die Leute vom Bau aus der Bauabteilung und alle, die was umsetzen, genauso wie unsere Kollegen oder auch Wissenschaftler, mit denen hat man auch zu tun. Ich habe während dem Bachelor schon als Werkstudentin gearbeitet in einem kleinen Objektplanungsbüro und dann nach dem Master ein Dreivierteljahr dort gearbeitet, und also als Angestellte, und dann ist hier eine Stelle frei geworden, auf die ich mich dann beworben habe. Und ich kannte die Schlösserverwaltung schon oder vielmehr die Gärtenabteilung durch meine Masterarbeit, die ich da über einen Hofgärtner geschrieben habe, der eben auch in Nymphenburg zum Beispiel tätig war. Genau. Und jetzt bin ich seit 2 Jahren bei der Schlösserverwaltung. Ja, unbedingt. Also gerade das, was man lernt sehr gut präsentieren und Ideen rüberbringen, Leute für Ideen begeistern. Und man lernt aber vor allem dieses im Team arbeiten und im Team ein Projekt bewältigen und voranbringen und sich auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist was, was man immer gebrauchen kann. Also sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Aber gerade in der Landschaftsarchitektur und auch in der Landschaftsplanung ist das sehr wichtig, weil man mit verschiedensten Menschen zusammenkommt, aus den verschiedensten Bereichen, auch Interessenvertretungen, und dann irgendwie versuchen muss, auf einen Nenner zu kommen. Ja, also so ganz grundlegend eigentlich diese Faszination an der Natur und am Naturschutz, am Umweltschutz und eigentlich auch dieses Bedürfnis, was für die Umwelt zu tun und eben nicht, also ich habe davor Geografie studiert, also mich quasi mit vielen Problemen und auch den komplexen Zusammenhängen beschäftigt, und dann hatte ich so dieses krasse Bedürfnis, ich will was tun, ich will was bewirken, dass man nicht nur die Probleme sieht, sondern eben auch mit Lösungen vorankommt. Und ja, so kam es halt dann zum Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Bachelor. Ja, doch schon. Tatsächlich war es so, dass ich angefangen habe und war ganz fest in dieser Naturschutzrichtung unterwegs. Und dann habe ich aber halt festgestellt, dass auch in der Landschaftsarchitektur eben diese ökologischen und nachhaltigen Themenfelder ganz wichtig sind und essentiell. Auch für jeder gute Entwurf muss eigentlich nachhaltig sein und auch irgendwie der Ökologie und der Artenvielfalt einen Raum geben. Und man gleichzeitig eben einen guten Lebensraum für Menschen schaffen kann und für Tiere und Pflanzen. Und so bin ich dann in die Richtung Landschaftsarchitektur gekommen, aber diese Grundüberzeugung ist eigentlich immer noch gleich geblieben. Das ist auch das, was, das finde ich, in Weinstephan auch ausmacht, dass Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur im Bachelor zusammen unterrichtet werden und man relativ lange von beiden Bereichen viel mitbekommt. Das ist, glaube ich, kann man fast alle meine Kommilitoninnen und Kommilitonen fragen, sind die Exkursionen. Das ist einfach was ganz Spezielles, dass man an einen Ort hinfährt, sich auf den Ort einlässt, auch auf die Menschen, die dort sind, und sich dann ganz intensiv mit den Problemen dort auseinandersetzt und wie sich auf so eine Klausur begibt und auch mit den Kommilitoninnen und den ganzen Menschen dort vor Ort sich ganz intensiv austauscht. Und tatsächlich entstehen da auch Freundschaften, die bis halt jetzt halten und wahrscheinlich noch sehr viel länger halten, weil man einfach viel miteinander erlebt und so eine intensive Zeit hat. Ja, also ich war in den Hillier Gardens bei Southampton in England, in Südengland. Das ist ein botanischer Garten mit einem Arboretum. Und ja, ich war da diese 6 Monate und ich habe da wahnsinnig viel mitgenommen. Also zum einen ist dieses
für die persönliche Entwicklung ist wahnsinnig wichtig, finde ich, dass man mal auch allein an einen Ort geht oder ganz woanders hingeht, auch in eine fremde Sprache, dass man ganz viele Menschen kennenlernt und auch deren vielleicht andere Art zu denken oder einfach, vielleicht haben sie auch einfach andere, ja, andere Themen im Leben. Und dann natürlich klassisch das fachliche Wissen. Also bei mir ist jetzt Botanik, was mir wahnsinnig viel hilft und eine Pflanze halt von allen Seiten mal angefasst zu haben und gepflanzt zu haben und gepflegt zu haben. Genau. Aber auch da ist es wieder so, auch da sind Freundschaften entstanden, die bis heute halten. Und ich glaube, das ist auch was man einfach immer mitnehmen kann für die persönliche Entwicklung, einfach woanders hingegangen zu sein, mal woanders zu sein, mal vielleicht auch über den Tellerrand zu gucken und das auch weitestgehend in Selbstorganisation. Also eine Sache ist natürlich immer, wenn man, also egal welchen Menschen man so eine Schlossanlage in einem historischen Park zeigt, egal wie sie nutzen, alle haben Freude daran und identifizieren sich sehr stark mit so einem Park. Und das gibt jedem Menschen viel, egal welcher Kultur er entstammt und wie er den Park quasi nutzt. Jede Kultur hat ja da so ein bisschen ihre eigenen Aktivitäten, die man macht in einem Grünraum. Und aber für alle ist es wichtig und für alle ist es eine Erholung. Das ist vielleicht so was, was mir schon begegnet ist und was ich wahnsinnig schön finde. Also zum einen vereint er sehr viele Interessensgebiete. Also ist für jeden eigentlich was dabei, von Naturwissenschaft über Gestaltung, Grafik, Entwurf bis hin zu Geschichte und komplexen Zusammenhängen. Und zum anderen ist es, glaube ich, wirklich eine Möglichkeit, dass man sich einbringt in die Gesellschaft und tatsächlich was für alle tut. Weil indem man Natur schützt und Umwelt schützt, schützt man unsere Lebensräume, genauso wie wenn man einen guten Platz oder einen guten Park gestaltet. Das ist für das alltägliche Leben von so vielen Leuten, hat es wirklich einen Einfluss. Und ja, also ich glaube, das ist auch was sehr Erfüllendes dann. Und da ist das Studium auf jeden Fall eine gute Vorbereitung. Und aus dem Studium heraus gibt es ja viele verschiedene Berufsbilder. Es gibt ja nicht nur den klassischen Landschaftsarchitekten, Landschaftsarchitektin, Landschaftsplaner, Landschaftsplanerin, sondern man kann auch in den Journalismus gehen, man kann in die Fotografie gehen, man kann in die Umweltbildung gehen. Es ermöglicht einen auch Vorträge zu halten oder Expertin, Experte zu werden auf einem bestimmten Gebiet und das dann in der Vermittlung weiterzugeben. Das ist einfach so vielseitig. Also ich glaube, das ist, wenn man an der Natur und an Menschen interessiert ist und irgendwie was machen will, dann das ist, glaube ich, nie eine schlechte Wahl. Ja, also es ist auf jeden Fall eine gewisse Offenheit, dass man sich auf einen Ort und auch auf Menschen einlassen kann und auch dieses Interesse hat daran. Und dann, was ich auch schon gemeint habe, Teamfähigkeit. Mit Leuten, also Lust haben, mit Menschen zusammenzuarbeiten, für Menschen zu arbeiten. Und auch so ein bisschen dieses sich manchmal durchbeißen durch ein bisschen anstrengende Sachen. Oder oft ist es ja auch so, dass dem Grünraum oder der Natur nicht genug Raum und Geld zur Verfügung gestellt wird. Und da muss man viel Überzeugungsarbeit leisten. Also diese Überzeugung, dieser Idealismus. Ja, Idealismus muss man, glaube ich, auch mitbringen. Ja, sehr zufrieden. Also ich meine, ich habe einen traumhaften Arbeitsplatz. Und es ist wirklich also in der Schlösserverwaltung auch ein sehr angenehmes Miteinander, also fast schon familiäre Atmosphäre eigentlich. Und ja, die Themen, mit denen wir uns beschäftigen dürfen, kann ich schon fast sagen. Ich meine, es sind Orte, an denen andere Leute Urlaub machen. Orte, an denen Leute täglich sich dort aufhalten, um Erholung zu finden. Und die zu bewahren und zu erhalten, das ist also sehr erfüllend. Da weiß man, man hat jeden Tag irgendwie einen kleinen Beitrag geleistet. Das ist schon sehr schön. Es gibt jetzt immer noch freie Stellen, es gibt Stellen, die in Zukunft frei werden und vor allem, es gibt wahnsinnig viel zu tun. Also über die Klimakrise brauchen wir nicht weiter reden, die ist allgegenwärtig und wir machen genau das. Wir kümmern uns um Hochwasserschutz, wir kümmern uns um nachhaltige Freiräume, auch soziale Konflikte. Jeder braucht seinen Raum, in dem man sich bewegen kann, in dem man sich begegnen kann. Das sind Themen, die sehr wichtig sind für die Gesellschaft und die auch in Zukunft wichtig bleiben und vielleicht immer wichtiger werden. Deshalb sehe ich da eigentlich sehr gute Chancen. Ein klares Ja. Natürlich kann niemand alleine die Welt retten, aber ich glaube, wir tragen schon, also jeder von uns trägt eine große Verantwortung und das Studium allein ist es nicht, aber dann im Beruf das auch weiterzutragen und den Idealismus weiterzutragen und
Ich glaube, wenn man jeden Tag versucht, bei den Entscheidungen, die man trifft, sich das immer vor Augen zu halten, dann hat man immer wieder die Möglichkeit, ja, eine Entscheidung in die richtige Richtung zu treffen oder auch Leute eben für ein Thema zu begeistern. Und je mehr Leute da an einem Strang ziehen, desto eher kann man die Welt retten.